Liebe Genossinnen und Genossen, euch liegen im Jahresbericht die Abschlüsse für 2013 und 2014 und meine schriftliche Ergänzung für 2015 vor. Ich will die Zahlen mit einigen Anmerkungen auch für das erste Halbjahr 2016 ergänzen. Ich beginne mit einer guten Nachricht. Wir haben auch im vergangenen Jahr sparsam gewirtschaftet und nach den aktuellen Zahlen mit einem Plus von rund 400.000 Euro abgeschlossen. Darüber können wir uns freuen. Auch im Berichtsjahr 14 haben wir weniger ausgegeben als geplant. Der Überschuss fiel natürlich deutlich geringer aus, was unter anderem an der Tempelhof-Kampagne, Europawahlkampf, danke, und dem Mitgliedervotum über unseren Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters lag. In allen drei Kampagnen hat der Landesverband die finanzielle Hauptlast getragen, auch um die Kreise und Abteilungen zu schonen. Denn wir wollten euch die Chance geben, wieder ein ordentliches Polster für den anstehenden Wahlkampf aufzubauen. Das ist in den allermeisten Fällen gelungen. Ich danke euch dafür. Das Mitgliedervotum im November 14 war mit 44.000 Euro nicht nur außerplanmäßig, sondern auch teuer. Es ist ein bisschen störend, dass das so laut ist. Kann das Präsidium mir mal helfen? Es ist euer Geld, über das ich gerade rede. Gerne helfen wir dir, liebe Genossinnen und Genossen. Bitte hört der Rednerin zu. Unsere Landeskassiererin hat das Wort und sie hat es verdient, dass ihr alle zuhört und ein bisschen Ruhe einkehren lasst. Ist euer Geld, über das ich gerade rede. Mitgliedervotum war also mit 44.000 Euro recht teuer. Deswegen rate ich, bei allem, was wir über die direkte Demokratie diskutieren, immer auch einen Blick auf die Parteikasse zu nehmen. Denn natürlich sind all diese Abstimmungen zwischen den Wahlen nicht umsonst. Sie kosten ehrenamtliche Zeit und Kraft und eine Menge Geld. Und wir müssen aufpassen, dass uns nicht die Puste ausgeht, wenn wir uns in der entscheidenden Auseinandersetzung dem politischen Gegner stellen müssen. Wir haben es gerade gehört, davon haben wir genug. Wir haben die AfD, wir haben die NPD und den Rest des rechten Gesochses. Die reißen im Zweifel nicht nur unsere Plakate runter, Pankow weiß, wovon ich rede, und die Falken wissen nach den Brandanschlägen in Neukölln auch, was uns eventuell blüht. Wir werden uns den Rechten stellen, dafür muss immer Geld da sein und dafür haben wir in den vergangenen Wochen auch Geld zurückgelegt, da könnt ihr ganz sicher sein. Im Übrigen erlaubt mir eine kurze Anmerkung, wir tun sehr gut daran, unsere repräsentative Demokratie aktiv zu verteidigen. Wir alle hier sind Delegierte, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, nicht etwa ausgewählt, sondern gewählt und demokratisch legitimiert. Und was wir heute hier machen, ist gelebte Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, die Parteikasse der SPD wird im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen gespeist. Unsere Mitgliederzahlen hier in Berlin sind stabil und der Durchschnittsbeitrag liegt am oberen Ende im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir haben viele Mitglieder überzeugen können, mehr als 2,50 Euro zu zahlen. Da hatten wir etwa ein Viertel. Das sind jetzt weniger. Ich danke allen Mitgliedern für ihre Treue und Solidarität. Ich möchte ausdrücklich den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern danken. Die allermeisten von euch zahlen inzwischen satzungsgemäße Beiträge und Sonderabgaben. Ihr tragt damit ganz wesentlich zu unserer Kampagnenfähigkeit bei. Danke von Herzen. Es ist eine Binsenweisheit. Nur wer Beitrag zahlt, ist SPD-Mitglied und wer sich verweigert, kriegt Ärger und wird zur Not gestrichen. Wahr ist auch, dass es nicht einfach ist, neue Mitglieder zu werben. Wie man da auf die Idee kommen kann, Nichtmitglieder an der innerparteilichen Willensbildung zu beteiligen, ist mir ein ewiges Rätsel. Was ist eine Mitgliedschaft in der SPD dann überhaupt noch wert? Es kann nicht sein, dass die Mitglieder die Kasse füllen und der Rest bestimmt unsere Politik. Der Landesvorstand hat sich im vergangenen Jahr sehr klar gegen solche Pläne ausgesprochen. Als Landeskassiererin
habe ich diese Position in der Organisationspolitischen Kommission beim PV und in der Antragskommission des Bundesparteitags sehr energisch vertreten und bin froh, dass wir uns durchgesetzt haben. Nichtmitglieder haben auch künftig keine Chance, mit Online-Petitionen an Antragsrechte zu kommen. Das haben wir abgewehrt und ich hoffe, es war das letzte Mal, dass wir dafür in die Bütt steigen mussten. Liebe Genossinnen und Genossen, Parteifinanzen werden, wenn es gut läuft, natürlich auch durch Spenden aufgebessert. Im Europawahl 2014 hat natürlich davon die Bundespartei profitiert. Ende 2015 gingen die ersten Spenden für diesen Wahlkampf ein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den vielen, vielen Spenderinnen und Spendern aus der Partei zu danken. Es sind die Mitglieder, die geben, was sie können, mal 5 Euro, mal 50 Euro, 100 Euro und auch 500 Euro. Die höheren Beträge kommen übrigens oft von den älteren, erfahrenen Mitgliedern. Die treten nicht beleidigt aus, wenn es ernst wird, sondern sie helfen. Ich danke der AG 60 Plus ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit. Die Spenden, diese kleinen Ölfässchen, die ihr draußen bekommen könnt und die auch im KSH später zu haben sind, die sind für Kleinstspenden. Die kann man überall erbitten, am Infostand, im Gespräch auf dem Markt, auf einer Veranstaltung. Ganz so, wie das die Partei 150 Jahre lang gemacht hat. Wir wissen, die Menschen haben oft das Bedürfnis, mal ganz unkompliziert uns unter die Arme zu greifen. Und das sollten wir auch dankend annehmen. Denn es ist zugleich unsere politische Botschaft. Wir sind die Partei der kleinen Leute und derjenigen, die es gut meinen mit den kleinen Leuten. Und wir sind nicht die Partei des großen Geldes. Es fällt im Übrigen allen Parteien immer wieder schwer, große Spenden der Wirtschaft einzuwerben, auch in Berlin. Ich freue mich, dass uns in diesem Wahlkampf ja dennoch eine ganze Reihe von Firmen, Unternehmen und Selbstständige unterstützen. Ich sage dafür ausdrücklich Dank. Leider hat es allerdings oft einen schlechten Beigeschmack, Geld an politische Parteien zu überweisen. Die allermeisten Geber machen sogar die Wahrung ihrer Anonymität zur Bedingung. Ich denke, es gibt für jemanden, der Parteien als Träger politischer Willensbildung unterstützen will, überhaupt keinen Grund, sich zu verstecken. Und erst wenn sich unsere Gönner zu ihrer Spende bekennen, kann sich, statt sich ganz knapp unter der Veröffentlichungsgrenze zu bewegen, verlieren Spenden jede Anstößigkeit. Erst dann können wir Transparenz auch durchsetzen. Genossinnen und Genossen, ich versichere euch, wir haben jede einzelne Spende sehr genau geprüft. Die allermeisten haben wir angenommen, einige wenige nicht. Denn wir dürfen nicht den Hauch eines Zweifels an unserer Integrität aufkommen lassen. Unsere SPD ist nicht käuflich und unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind es auch nicht. Wir halten Geist und Buchstaben des Parteiengesetzes sehr strikt ein. Liebe Genossinnen und Genossen, wie ihr sicher wisst, halte ich es nicht für ehrenrührig, in der praktischen Arbeit genau das zu tun, was wir politisch fordern. Für die Landeskasse bedeutet das unter anderem, Aushilfen bekommen den Mindestlohn. Praktikanten werden nur beschäftigt, wenn sie auch studiums- oder berufsbegleitend ein Praktikum absolvieren. Dafür haben wir das Entgelt von 80 auf 110 Euro erhöht. Wir haben einen für beide Seiten guten Tarifvertrag für alle Beschäftigten abgeschlossen, der Ende des Jahres ausläuft. Die Personalausgaben erreichen die Höhe der Mitgliedsbeiträge. Ich finde, das ist eine natürliche Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Denn das Erbe ist im vergangenen Jahrzehnt mit vollen Händen ausgegeben worden. Das müssen wir jetzt also weiter sparsam wirtschaften. Wir haben mit dem Outsourcing Schluss gemacht, soweit es ging. Denn es ist meistens wirklich billiger, die Dinge im Haus zu machen, statt sie nach draußen zu vergeben. Ich spreche beispielsweise von der Grafik, die jetzt im Wahlkampf noch einmal personell verstärkt wurde.
Es geht aber auch um Anschaffungen, von der Telefonanlage, einem ordentlichen Server bis zur Bühne, einem Trilight-System, der neuen Tonanlage, haben wir uns unabhängig gemacht von Vermietern und eine gute Grundlage für die nächsten Jahre gelegt. Wir haben stets auf Qualität geachtet, das ist langfristig billiger und nachhaltiger. Die angeschaffte Technik steht euch allen zur Verfügung. Und weil im KSH die Konferenzräume fast immer ausgebucht sind, haben wir im dritten und fünften Stock weitere Beratungsmöglichkeiten geschaffen. Im fünften Stock, mancher wird das gehört haben, haben wir einen modernen und auch sehr repräsentativen Raum eingerichtet, damit wir dort auch wichtige Gäste empfangen können und keine teuren Konferenzräume anmieten müssen. Auch das trägt zu sparsamen Wirtschaften bei. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt leider nach wie vor eine Reihe von Abteilungen, die so wenige Mitglieder haben, dass in ihrer Kasse dauerhafte Ebbe herrscht. Nicht wenige möchten einen größeren Beitragsanteil vom Landesverband haben. Wir sind einen anderen Weg gegangen, und zwar sehr bewusst. Wir haben den Abteilungsfonds eingeführt, aus dem sich vor allem finanzschwache Abteilungen bedienen können, wenn sie eine größere Aktion vorhaben, die sie anders nicht stemmen können. Wir haben in den vergangenen Jahren fast alle Anträge bewilligt. So hat zum Beispiel Alt Pankow ein rotes Lastenfahrrad für den Wahlkampf gekauft. Wir fanden die Idee so klasse, wir haben mehr gegeben, als ihr überhaupt beantragt habt. Wir wünschen euch jetzt einen wunderbaren Wahlkampf. Liebe Genossinnen und Genossen, auch in der Kassenführung hat sich ganz konkret im vergangenen Jahr etwas geändert. Wir haben die Bank gewechselt. Unsere Konten sind jetzt bei der Sparkasse. Außerdem hat niemand mehr Einzelvollmachten für unsere Konten. Es ist immer eine zweite Unterschrift nötig. Zusammen mit einer klaren Struktur unserer Personalplanung haben wir damit zu jedem Zeitpunkt Übersicht über Einnahmen und Ausgaben. Das ist gerade in Zeiten des Wahlkampfes von entscheidender Bedeutung. Ich möchte keine konkreten Zahlen nennen, denn der politische Gegner muss nicht alles wissen. Aber eins ist ganz klar, die Wahlkampfkasse ist auch in diesem Jahr gut gefüllt. Wir haben einen etwas größeren Spielraum als 2011 und das halte ich für mehr als auskömmlich. Damit müssen wir aber auch auskommen. Denn wenn alles planmäßig läuft, ist 2017 Bundestagswahl, 19 Europawahl, 21 wieder eine Abgeordnetenhauswahl. Und nach jetzigem Stand müssen wir noch einiges zurücklegen, um auch 2021 wieder so viel Geld zu haben wie in diesem Jahr. Liebe Genossinnen und Genossen, wir Kassiererinnen und Kassierer wissen es, Organisation sieht man nicht, Improvisation kostet Geld. Das KSH organisiert. Bis zum letzten Kabelbinder haben die Beschäftigten inzwischen vorgesorgt. Wir haben in Größenmengen eingekauft, gute Preise für Plakate, Kugelschreiber und andere Giveaways ausgehandelt, dann die Preise noch einmal kräftig subventioniert, damit es euch im Straßenwahlkampf wirklich an nichts mangelt. Genossinnen und Genossen, das Material ist das eine. Wir alle kennen die Grenzen von Plakaten und Kugelschreibern. Wir können mit ihnen Stimmung machen. Wir können uns den Bürgerinnen und Bürgern so sichtbar aufdrängen, dass auch der Letzte mitkriegt, was wir am 18. September von ihm wollen. Katharina hat es gesagt und natürlich ist es uns auch allen klar, die beste Werbung ist noch immer eine mitreißende Politik. Das ist unser Markenkern, eine Politik für die kleinen Leute. In diesem Sinne habe ich in den vergangenen 4 Jahren eure Kasse geführt und viele von euch wissen, wie gerne ich das gemacht habe. Ich hätte auch weitergemacht, aber nun ist es, wie es ist. Ich habe zuallererst den Abteilungskassiererinnen und Kassierern sowie den Kreiskassierern und Kreiskassiererinnen zu danken. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr macht das alles ehrenamtlich. Ihr quält euch mit Kassenbüchern und Belegen. Ihr macht einen tollen Job. Ohne euch würde der Laden nicht funktionieren. Ich danke euch. Ich danke allen im GLV und im Landesvorstand für die gute Zusammenarbeit. Das gilt für Jan Stöß, Fritz Felgentreu, aber auch für Marc Rackwiss, Barbara Loth und Iris Spranger. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen im KSH allen voran, Dennis Buchner, Axel Oppold-Soda, Sally Dang, Josephine Steffen, Ralf Höschele, Björn Eggert und den Kolleginnen im Mitgliederservice. Ihr habt uns immer unterstützt. Und selbstverständlich danke ich auch den Revisorinnen und Revisoren für die viele Mühe, die sie in die Prüfung unserer Bücher verwenden. Ich wünsche uns jetzt allen
einen guten Wahlkampf und bitte um Entlastung. Danke.